Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir. Das hier ist mal ein bisschen etwas anderes Video. Ist das Deutsch? Ist das Deutsch? Nein, das ist kein Deutsch. Egal. Dieses Video wird ein bisschen anders. Und zwar werde ich heute gleich zwei Pferde kaufen. Wie ihr im Thumbnail schon gesehen habt, werde ich mir nämlich die beiden alten Appaloosa der Generation 1.5 holen. So, und zwar hat Starstable ja angekündigt, dass die alten Appaloosa und die alten Achatikiner der Generation 1.5 am 6. April für immer aus dem Spiel genommen werden. Und diejenigen, die jetzt sagen, ja, man kann sich einfach auf dem Pferdemarkt lassen, die nehmen da ja keinen Platz weg. Doch, die nehmen Platz weg. Die nehmen zwar optisch keinen Platz weg, die nehmen aber trotz allem Platz im Spiel weg. Und sind noch dazu eine also eine angreifbare Fehlerquelle quasi. Das erkläre ich euch auch noch. Ja, erst einmal möchte ich jetzt die hübschen kleinen Schnuckis vorstellen, beziehungsweise wir wollen uns die mal angucken. Der eine steht hier, ich weiß nicht, wo der andere ist. Moment. Ja, man hat ja hier dieses Rädchen. Und zwar steht der eine Appaloosa auf dem Pferdeset 6 von 13, direkt neben den beiden Andalusiern und neben dem American Paint Horse. So. Die alten Appaloosa kommen mit einem Rassebonus von Stärke plus 2, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0 und Agilität plus 2. Sind ab Level 1 hier auf dem Pferdemarkt kaufbar. Wie gesagt, nur noch bis zum 6. April. Kosten 280 Starcoins. Die Appaloosa der ersten Generation sind von 2013. Allerdings haben sie 2017 eine Überarbeitung zum Modell 1.5, das was es hier jetzt aktuell zu sehen gibt, gehabt. Genau. Die Appaloosa gibt es noch in zwei Farben, beziehungsweise gab es in zwei Farben. Einmal hier der und einmal der komplett gepunktete. Die Appaloosa ist eine weitere Rasse, die von Pferden abstammt, die von den Spaniern aus Nordamerika mitgebracht wurden. Diese besondere Zucht wurde aus den Pferden der Nez Perce-Indianer gezüchtet, die beim Palouse-Fluss gewohnt haben. Der Appaloosa ist ein gutes Familienpferd, da seine Flexibilität in Reitdisziplinen nicht zu übertreffen ist. Genau, dann kaufen wir uns mal das Schnuckilein. Ich habe mir überlegt, dass ich alle alten Pferde, ich gehe mal davon aus, dass jetzt nach und nach alle alten Pferde das Spiel verlassen werden, dass ich die alten Pferde alle mit Old benenne. Old, was weiß ich was. Guck mal, Old Angel. Das ist auch ein süßer Name für die Maus. Ja. Kaufen. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Ja, ich erkläre euch, wie gesagt, gleich, was ist das mit dem Rausholen und doch Speicherplatz verwenden etc. auf sich hat. Da das Ganze ein bisschen, ja, tiefer geht, als der Otto-Normalsterbliche vielleicht weiß. Kann man das so sagen? Ich glaube nicht. Egal. Wir holen uns aber jetzt erstmal den anderen. Ich weiß gerade gar nicht, wo der steht. Also, da muss ich selber mal gerade durchgucken. Nö. Schreit, wenn ihr ihn seht. Ha, hab ihn gefunden. So. Ja, das ist der Appaloosa der Generation 2. Aber es geht ja hier um den Schnuckel. Ich glaube, das wird bei mir ein Hengst. Ja, vorlesen werde ich das jetzt nicht nochmal. Das haben wir eben erst gelesen. Ja. Old war schon mal richtig. So, der Gute soll bei mir Old Spot heißen. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Wir sehen uns die Süßen jetzt mal gerade farblich im Stall an. Und dann zeige ich euch danach die Gangarten nacheinander. Und dann gibt es wieder das Fazit. Beziehungsweise wir müssen noch zum Friseur. Und danach gibt es dann das Fazit wieder im Stall. So, hier stehe ich jetzt zwischen den beiden, zwischen Old Angel und Old Spot, meine kleinen süßen Lieblinge. Erst einmal gucken wir uns die süßen farblich an. Ich muss ein bisschen auf den Boden gucken, weil da hinten noch Pferde steht, die ihr noch nicht sehen dürft. Dann stehe ich mich besser auf die andere Seite. So. Also, wie gesagt, das Modell, also die Pferde sind seit 2013 im Spiel. Überarbeitet wurden sie zuletzt 2017. Das sieht man auch, es ist das Modell 1.5, es ist das alte Modell von den Pferden. So sahen früher, beziehungsweise sahen um 2017 alle Pferde im Spiel aus, mehr oder weniger alle Pferde im Spiel. Abgesehen, also die alten Pferde im Spiel.
Die ganz alte, ja, das ganz alte Modell, das Einser-Modell, ist glaube ich, nicht mehr zu bekommen. Das gibt es nicht mehr. Das gibt es seit der Überarbeitung zum 1,5er-Modell nicht mehr. So. Ich finde die Süße eigentlich richtig schön. Ich mag diese Farbe sehr. Das ist sehr, ja, es ist mal was anderes. Es sieht wirklich schick aus. Ich mag, dass die Mähne so ein bisschen zweifarbig ist. Also die Farbe sieht wirklich schick aus. So, und hier auch hier bei Old Spot gucken wir uns auch mal die Farbe an. Ja, ich stehe halt im Pferd drin. Ja, der hat sogar schwarze Streifen in der Mähne drin. Das ist voll schön. Auch die Flecken finde ich sehr toll. Finde ich wirklich schön. Ja, gell? Du süßer Kerl. Ja. Also unwahrscheinlich schönes Tierchen. Sind beides wirklich wunderschöne Tierchen. Und ich kann verstehen, warum viele etwas traurig sind, dass sie rauskommen. Es hat allerdings einen bestimmten Grund. Und zwar ist Star Stable, gibt es seit 2011. Korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Und dementsprechend alt sind natürlich auch die alten Pferde. Beziehungsweise das Problem ist halt einfach, dass Star Stable zu dem Zeitpunkt, wo sie halt gegründet wurden, etc., noch nicht so viel. Ja, Kapazitäten hatten etc. Hat man ja damals auch in der Grafik gesehen etc. Das hat sich ja jetzt alles gebessert. Das Problem ist halt auch einfach, ihr müsst euch Star Stable wie so eine riesige Festplatte vorstellen, mehr oder weniger. Und zwar jedes Ding, sei es Pferd oder eine Blume oder sonst irgendwas, alles benötigt Speicherplatz. Und diese alten Pferde verbrauchen halt da der Code, den die Pferde haben. Deutlich länger sein kann. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber es kann halt länger sein, weil damals die Leute noch nicht so gut im Programmieren waren, etc. Dementsprechend hatte man damals noch nicht so viele Abkürzungen in den Codes, was heute ja so ist. Und dementsprechend länger sind halt auch die Codes. Das Problem ist halt, die Codes sind auch dementsprechend anfälliger für irgendwelche Fehler oder so. Und es ist halt einfach so, dass die alten Pferde halt unwahrscheinlich viel, also sie verbrauchen halt viel Speicherplatz. Es sieht zwar nicht so aus, weil sie ja auf dem Pferdemarkt stehen, aber sie verbrauchen trotz allem Speicherplatz. So, und Star Stable hat halt zwei Möglichkeiten. Entweder schaffen sie Speicherplatz, indem sie halt alte Sachen, die nicht mehr so gewollt werden, wegtun, also rausnehmen, oder sie kaufen Speicherplatz dazu. Kaufen sie Speicherplatz dazu, müssen sie das auf die Spieler abwälzen, sprich, alles wird noch teurer, was es sowieso schon teurer ist. Und alle jammern noch mehr. Wobei denen das Jammern wahrscheinlich relativ egal ist. Das Problem ist halt, müssen sie neue Sachen dazu kaufen, um noch mehr Speicherplatz oder so zu bekommen, müssen sie halt das auf die Spieler abwälzen. Und irgendwann ist es dann halt einfach so, dass sie den Preis erhöhen müssen. Wenn sie jetzt wirklich sagen, okay, wir behalten alles im Spiel, was wir haben, jedes alte Pferd, alles, alles, alles bleibt im Spiel drin, dann ist es irgendwann so, dass diese Festplatte einfach voll ist. Das kennt ihr ja selber. Wenn ihr eine Festplatte habt, der sammelt sich im Laufe der Zeit immer wieder Zeug an, was ihr gar nicht mehr braucht. Und ihr löscht das ja dann, um wieder Speicherplatz frei zu bekommen. Wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, ich lösche nie etwas, weil ich das alles eventuell nochmal gebrauchen kann, weil ich das alles behalten will, dann müsst ihr euch irgendwann einen Haufen Festplatten kaufen, weil ihr irgendwann keinen Speicherplatz mehr habt. Und so ist das halt auch in Star Stable. Jedes Pferd, jedes Ding nimmt Speicherplatz weg. Und ich gehe mal davon aus, ich gehe mal stark davon aus, dass die alten Pferde, dadurch, dass sie A auf dem Pferdemarkt stehen, geraten sie halt gerne mal in Vergessenheit. Was aber auch nicht schlimm ist, weil es ja die alten Modelle ist. Es gibt ja neue Modelle. Der Appaloosa zum Beispiel ist jetzt dreimal im Spiel. Es gibt die 1,5er Generation, es gibt die 2er Generation und jetzt vor kurzem ist da noch die dritte Generation reingekommen. Das heißt, es gibt dieses Pferd, gibt es dreimal im Spiel. Das ist so, als würdet ihr eine Datei erstellen, was hinschreiben, abspeichern, wieder ein paar Tage später wieder was hinschreiben, das nochmal neu abspeichern, nicht, dass das alte überspeichert wird, sondern dass das alte auch im Original so bleibt. Dann nochmal was hinschreiben und nochmal anders abspeichern. Das heißt, es gibt halt drei verschiedene Versionen und die ganz alte davon ist die, die überhaupt nicht mehr original ist, die braucht ihr nicht mehr. Natürlich sind diese Pferde ein Nostalgiefaktor, natürlich, das stimmt, das ist klar. Das Problem ist halt auch einfach nur, wie ich schon gesagt habe, dass halt alte Sachen etwas anfälliger für Probleme sind. Es ist halt einfach so. Da schleichen sich dann im Laufe der Zeit mal Fehler ein. Oder man will was verbessern und ja, verschlimmbessert es am Ende, weil
du mit der alten Grafik oder mit dem alten Code nicht mehr wirklich klarkommst oder sonst irgendwas. Oder alte Sachen, das ist das Problem, dass Star Stable da keine Rücksicht mehr drauf nehmen kann, wenn sie sich weiterentwickeln wollen. Weil Star Stable muss ja auch irgendwo den Standard der Spieler erfüllen. Ich meine, guckt euch mal die Spiele von 2011 an und guckt euch mal die Spiele, die es heute gibt, an. Es ist halt schon, ja, es ist halt schon ein ziemlicher Unterschied. Und wenn Star Stable da weiter dran sein will, weiter modern bleiben will, dann kommt Star Stable nicht drum herum, alte Modelle aus dem Spiel rauszunehmen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die beiden hier, dass die Appaloosa mit die Pferde war, sind, die am allerwenigsten gekauft waren, die alten Appaloosa. Dass die Pferde halt, die wirklich zu denen gehören, die halt wirklich in den letzten paar Jahren, keine Ahnung, was für einen Zeitraum sie nehmen, einfach zu wenige Starcoins eingebracht worden haben, zu wenig gekauft worden sind, als dass es sich lohnt, weiter den Speicherplatz an diese Pferde zu verschwenden, in Anführungszeichen. Das klingt hart. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es das auch nicht unbedingt leicht fällt, ihre Anfänge zu löschen. Das Problem ist halt einfach nur, dass sie Speicherplatz wegnehmen und sich das einfach nicht mehr rentiert. Dass die Pferde bringen nicht quasi das ein, was der Speicherplatz kostet. Ich meine, sie sind relativ günstig. Sie haben 280 Starcoins gekostet. Für gerade mal, für fast 500 Euro, für ein bisschen mehr, für fast 600 Starcoins habe ich zwei Pferde bekommen. Also bitte. Und das ist halt auch mit ein Grund. Ich kenne die Gründe von Star Stable nicht. Also das sind jetzt alles nur meine Vermutungen. Ich habe mich mit meinem Verlobten darüber ausgelassen. Und er stimmt mir da halt auch zu, dass alte Sachen einfach irgendwann Platz verbrauchen, dass es sich nicht mehr rentiert und dass das ja halt auch alte Sachen anfälliger für Fehler sind, weil sie halt nicht geupdatet werden können, etc. Sie können nicht auf den neuesten Stand gebracht werden. Und Star Stable muss halt einfach modern bleiben, weil sie sonst auch Spieler verlieren würden, weil keiner spielt ein Spiel mit einer Grafik von 2011. Zumindest heutzutage nicht mehr oder kaum jemand. Das sind dann wirklich nur ein Bruchteil der Spieler. So, und Star Stable will natürlich auch seine Stellung nicht verlieren. Ich meine, kennt ihr ein anderes Spiel, das so wie Star Stable ist, das ein Online-Game ist? Also ich kenne da keins. Warum sollte Star Stable das für die alten Pferde riskieren? Ja, es ist traurig, dass die alten Pferde rauskommen, aber es ist halt einfach so, dass Star Stable weiterdenken muss und an die Zukunft denken muss. Und da haben die alten Pferde halt einfach keinen Platz mehr. Auch nicht auf den Festplatten. Es ist halt einfach so. Und es ist halt leider nicht vermeidbar, dass nach und nach erst die alten Modelle rausgenommen werden. Aber Star Stable hat uns wenigstens genug Zeit gelassen, uns noch die alten Modelle zu kaufen. Sie haben gesagt, okay, wir holen die Pferde in 2 Monaten, holen wir raus. Sie haben jetzt noch mal, gerade wo ich das hier aufnehme, hat das Doppel-Starcoins-Wochenende angefangen. Also jeder hat jetzt die Chance, sich noch die Pferde zu holen, selbst wenn er keine Starcoins hat. Selbst wenn er nur Starrider ist und sich keine Starcoins kauft, hat er noch die Chance, die Pferde zu holen, weil er in der Zeit einfach genug Starcoins angespart bekommt, um zumindest mal eins der Pferde zu kaufen. Deswegen, es ist vollkommen in Ordnung, dass Star Stable die Pferde rausnimmt. Aber ich finde es wirklich sehr toll von Star Stable, dass sie uns Spieler noch genug Zeit lassen, uns die Pferde zu holen, falls man sie wirklich haben möchte. Und ja, die Spieler, die danach kommen, haben halt dann Pech gehabt. Ich meine, ich hab auch erst nach den Barcards angefangen zu spielen. Ich habe auch nicht die Chance, mir die Pferde nochmal zu holen. Also, warum sollten die Star Stable jetzt an die Spieler denken, die halt noch später dazu kommen? Die nach dem 6. April dazu kommen. Warum? An mich hat ja auch keiner gedacht, als die Barcards reinkamen. Hallo? Deswegen. Es ist halt einfach so, dass die alten Pferde irgendwann raus müssen und halt auch anfällig für Fehler etc. sind. Die halt, keine Ahnung, wer weiß, vielleicht sind tatsächlich die alten Modelle, eins der alten Modelle ist dran schuld, weil die irgendwas im Code haben, das ständig aus einem Spiel, bei jemandem das Spiel abschmiert. Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so damit aus, aber alte Sachen sind halt einfach fehleranfällig, gerade in sowas wie in der Programmierung etc. Und es muss halt dann irgendwann auch viel mehr gewartet werden, etc. Und es rentiert sich halt einfach nicht, die alten Pferde im Spiel zu lassen. Da ist es billiger, günstiger und schlauer, einfach die Pferde aus dem Spiel zu holen. Und Star Stable lässt uns ja wirklich genug Zeit, die Pferde nochmal zu kaufen. So, deswegen mache ich halt dieses Video jetzt auch, einfach damit ihr
euch die Pferde nochmal angucken könnt. Ich meine, für 300 Starcoins, maximal knapp 300 Starcoins pro Pferd, ist jetzt nicht sonderlich was, wo ich lange überlege. Also, ich habe ja auch mir direkt beide Pferde gekauft, obwohl ich keine Ahnung habe, wie die Animationen oder sowas sind. Einfach weil 300 Starcoins ist halt echt nicht viel. Ich glaube, mir gefällt das auch nicht leicht, hier darüber zu reden, dass es sinnvoller ist, die Pferde zu löschen. Weil ich habe da gerade meine zwei stehen und so wie die mich gerade angucken, huch. Also die zappeln die ganze Zeit hinter mir rum, sind auch voll mit Elan hier. Ja, aber es muss halt einfach sein. So, ich werde die Süßen jetzt anziehen und dann werde ich euch nach und nach die Gangarten zeigen. Ich mache das allerdings nicht in Fort Pinter, sondern hier in Raildale, weil das einfach organisatorisch ein bisschen ja, einfacher ist, als jetzt jedes Mal nach Fort Pinter zu reiten. Deswegen zeige ich euch jetzt die Gangarten von beiden Pferden direkt. Erst von Old Angel und dann von Old Spot. Viel Spaß! So, hier sind wir jetzt beim Friseur mit der lieben Old Angel. Erst einmal zur Standardmähne. Die Standardmähne ist relativ lang, das ist schön. Ich finde diese Abweichung von den Farben, finde ich einfach wunderschön, dass hier so verschiedene Farben reingemixt sind. Sieht richtig schön aus. Die Standardmähne ist einseitig. Der Schopf ist eigentlich auch ein ganz niedlicher. Es ist halt der alte Schopf. Und der Schweif ist halt sehr verwaschen natürlich, aber es ist halt, sind halt alte Pferde und sie sind ziemlich eckig. So, nächste Mähne. Dann haben wir hier die etwas kürzere. Oh, die steht ja natürlich auch perfekt, gell? Die sieht auch wirklich hübsch aus auf ihr. Auch das mit den weißen Strähnen da drin sieht echt schön aus. Die Mähne ist auch wieder nur einseitig. Der Schopf ist eigentlich ganz okay. Der fällt mir wahrscheinlich, glaube ich, sogar noch einen Ticken besser als der da. Wohl, der ist ein bisschen länger. So, dann haben wir hier den Schweif. Der gefällt mir ein bisschen besser. Der ist ein bisschen detaillierter. Ja, die Strähnen unten sind halt ziemlich dick, gell? So, dann haben wir die alten Zöpfchen. Das sind noch die ganz alten Zöpfchen. Ja, auch auf ihr finde ich es einfach grässlich.
Bin ja eh kein Fan von den Zöpfchen. Sieht einfach schrecklich aus. Der Schweif ist hier sehr dünn. Na, gefällt mir nicht so. Dann haben wir hier noch etwas kürzere Mähne. Sieht auch tatsächlich schick aus. Finde ich, hebt sich aber nicht so gut von dem Hals ab. Also hier, das sieht man halt deutlicher als das, weil der Hals generell schon re relativ hell ist. Und dann gerade oben, wo es Richtung Kopf geht, wird es sehr hell in der Mähne. Das hebt sich nicht so schön ab. Allerdings ist die Mähne hier zweiseitig, also wem das besser gefällt. Der Schopf ist auch ganz okay. Der Schweif ist ein bisschen dicker als bei den Zöpfen. Und sieht vielleicht auch nur so aus. Hat ein schönes Muster drin, ist allerdings so ein bisschen leicht gedreht irgendwie. Ich bleibe auf jeden Fall bei der Standardmähne. So, und jetzt sind wir hier mit Old Spot beim Friseur. Erst einmal zur Standardmähne. Ich finde es super schön, dass hier unten in der Mähne was Schwarzes auch drin ist, dass die Mähne nicht nur weiß ist. Hier am Schopf sieht es so aus, als hätte sich ein Punkt in die Mähne verirrt. Das sieht auch ganz niedlich aus. Die Mähne ist Standard. Die Standardmähne ist zweiseitig, hat auch hier wieder hier unten ein bisschen was Schwarzes in der Mähne. Ja, wie gesagt, der Schopf sieht ein bisschen aus, als hätte sich ein Punkt in den Schopf verirrt. Sieht aber eigentlich ganz niedlich aus. Den Schweif, das sieht man hier leider ein bisschen schlecht, ist, dass er hier einen schwarzen Strich hat. Es ist eigentlich. Ah, ich finde es ein bisschen komisch, sieht ein bisschen komisch aus. So als wäre mal abgerutscht oder so. Ist aber auch eigentlich ganz süß. So, der Schweif ist auch ganz okay, der ist halt ein bisschen verwaschen. So, dann haben wir hier die Zöpfchen. Immerhin haben sie hier Punkte rein. Warum haben die Punkte nur reingemacht? Die Standardmähne ist gar nicht so gepunktet. Okay, das ist einfach nur Copy und Paste irgendwie. Ja, gut, okay. Also die Zöpfchen sind nicht nach der Standardmähne. Ich weiß nicht, nach was für einer Mähne die da gehen, aber okay. Mein Zöpfchen käme für mich sowieso nicht in Frage. Der Schweif gefällt mir hier allerdings relativ gut. Ist auch wieder der schwarze Strich dabei. Ist auch ein bisschen dünner. Finde ich jetzt nicht so schön, dass es ein bisschen dünner ist. Aber ich finde ihn eigentlich ganz schick. So, dann haben wir hier diese Mähne. Oh, da kommt das Schwarz ja natürlich sehr gut zur Geltung, gell? Das sieht ja richtig schnieke aus mit dem Schwarz da. Ist auch wieder nur einseitig. Mal Kopf hier hoch. Danke. Der Schopf sieht auch eigentlich ganz süß aus. Der hat ein bisschen mehr Grau, habe ich das Gefühl. Oh, der Schweif ist ein schön voller und der hat ein bisschen mehr. Ja, das ist ein bisschen detaillierter. Das sieht schick aus. Und dann haben wir noch hier die Mähne. Die ist natürlich sehr lang. Gefällt mir auf ihm tatsächlich gar nicht so gut. Auch wieder nur einseitig die Mähne. Mal Köpfe hier hoch, komm. Hier hat er allerdings ein bisschen mehr Schwarz. Oder sieht das nur so aus? Der Schweif gefällt mir hier gar nicht. Also der ist mir zu voluminös. Der hat keinen, also der ist halt sehr verwaschen und diese schwarzen Striche irgendwie sehen ein bisschen komisch aus. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich ihm das hier geben soll. Aber ich glaube, nee, ich bleib bei der Mähne. Die sieht ganz okay bei ihm aus. So, und dann sind wir wieder zurück im Stall fürs Fazit. Erst einmal ist mir während dem Reiten aufgefallen, dass beide Pferde gespiegelt sind. Das sieht man ganz gut hier hinten am Popo. Und zwar, guck mal, hier, dieses Muster, das ist definitiv gespiegelt. Und sie hat genau das gleiche Muster auch hier. Ist auch gespiegelt. Also ich glaube, die Grundmuster sind tatsächlich dieselben. Weil guck mal, da, hier und hier auch. Es ist alles das gleiche. Das hier ist nur ein bisschen verändert worden. Und das hier, ja, eins von beiden ist halt, eins von beiden hat das Grundmuster gegeben, das andere wurde halt ein bisschen verändert. Ja, die Pferde sind halt leider gespiegelt. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich denke mal, dass die Möglichkeiten 2013 etwas begrenzter waren, gerade für ein neues Unternehmen. Was ich eigentlich nicht verstehe, ist hier dieser Streifen am Hintern bei Old Spot. Keine Ahnung. Dieser schwarze Streifen, der stört, er hat mich ein bisschen gestört beim Aufnehmen. Aber ansonsten sind die beiden echt schick.
Also farblich gefallen mir beide sehr gut, definitiv von den Gangarten her. Ja, brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu reden. Es sind alte Pferde, es sind alte Gangarten. Es war aber jetzt nichts dabei, was mich wirklich so dermaßen genervt hat, dass ich sage, nee, sorry, packt's in die Versenkung und holt sie nie wieder raus. Ohne dass ich mir kaufe. Ich meine, ich habe sie ja mir jetzt gekauft, deswegen bleiben sie ja sowieso. Ja, gell? Also es war jetzt nichts großartig dabei, was mich extrem genervt hat. Ich bin da vielleicht nicht so ganz objektiv, weil ich mir denke, ja, okay, es sind alte Pferde, die sind halt relativ günstig und außerdem sind sie halt nicht mehr lange da, dass ich dann vielleicht ein bisschen gnädiger bin, weiß ich nicht. Kann sein, dass ich nicht so ganz objektiv bin, aber für die 300 Starcoins, die die beiden kosten, beziehungsweise 280 Starcoins, kann ich nicht meckern. Ich kann da echt nicht meckern, ich habe da kein Problem mit. Die Pferde sind wirklich ihr Geld wert. Die waren auch wahrscheinlich damals ihr Geld wert, als sie halt neu reinkamen. Ich kann mich da nicht beklagen. Also es sind wirklich wunderschöne Tiere. Es sind wirklich schöne Tiere. Ich bin sehr traurig, dass sie rauskommen, aber wir haben ja schon darüber gesprochen, weshalb sie raus müssen. Ich bin aber froh, dass ich die beiden dann jetzt in meinem Stall habe, weil natürlich sind die beiden auch dann sammlermäßig etwas wertvoller, weil es sie halt dann nicht mehr zu kaufen gibt ab dem 6. April. Ja. Also, ich kann mich nicht beklagen. Es sind zwei wirklich sehr hübsche Pferde, sehr schöne Pferde. Natürlich können sie mit den Gangarten etc. heutzutage nicht mehr mithalten, auch nicht mit der Grafik etc. Ich muss dazu sagen, als ich mit Sassel angefangen habe, dachte ich mir, nee, also so ein altes Pferd, das holst du dir nie, weil die sind pottenhässlich. Mittlerweile habe ich so ein bisschen Geschmack an den Alten gefunden. Also sie haben ja doch ihren Charme irgendwo. Natürlich, die können nicht mit den neuen Pferden mithalten. Das müssen sie aber auch gar nicht. Deswegen ja auch der Name Old im Namen. Es sind halt kleine Rentner. Ja. Ein verfressener Rentner. Und du guckst die ganze Zeit nur durch die Gegend. Hast dich verlaufen? Oh, mein Hirn bildet gerade so ein kleines Gespräch zwischen so einem alten Rentner-Ehepaar aus. So nach dem Motto, Emma, musst du fressen? Ja, und du verläufst dich immer. Also halt die Klappe. Mein Hirn macht schon wieder Scheiße. Naja. Ich freue mich sehr auf, dass die beiden jetzt in meinem Stall sind. Und ich finde sie einfach unglaublich niedlich. Und ja, die alten Arati-Kinder werde ich mir natürlich auch noch holen. Ich weiß allerdings nicht, wann das Video kommt, keine Ahnung. Ich guck mal, dass das auf jeden Fall noch vor dem 6. April kommt. Ich meine, wir haben bis dahin ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt kommt ja erstmal der März. Es kann aber sein, dass jetzt erst 1 oder 2 Wochen zwischen dem Video und dem anderen Video liegen. Jedenfalls, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Holt euch die Pferde, wenn ihr sie wollt. Gerade wenn ihr sammlermäßig unterwegs seid. Sind natürlich danach nicht quasi wertvoller, aber es ist dann schon schön, so ein altes Pferd noch in der Dings zu haben, im Stall zu haben. Zumindest für mich. Wenn man noch so einen alten Schatz quasi noch im Stall hat, den es nicht mehr zu kaufen gibt. Ist natürlich immer so ein kleines Sahnehäubchen. Und ja. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!